Es ist Crash Bandicoot. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Tomodachis. Früher als erwartet vielleicht, aber ich habe einfach Bock, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich starte Crash Bandicoot 3 Warped. Und ich bin echt gespannt, wie das Remastered im Remake aussieht. Weil das ja mein absoluter Lieblingsteil einfach war. Und ich würde auch behaupten, heute noch locker in meiner Top 5 der PS1-Spiele. Ich bin super gespannt. Das ist so viele Jahre her. So viele Jahre. Ja. Mal gucken, was mich erwartet. Und uns natürlich. Ich würde sagen, neues Spiel. Let's go. Ich hab Bock. Ich hab hart Bock. Ich hab hart Bock. Oh boy. Ich bin echt gespannt. Ich hab richtig Lust. Schönes Intro wieder. Geil. Endlich frei. Göttchen. Uka ist frei? Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka, es war dieser verflixte Beuteldachs. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren. Und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt. Aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Ich habe gerade ein Grinsen auf der Fresse und Freudentränen in den Augen. Das ist so schön. Oh, die Musik. Und dieser Auswahlbildschirm. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Hier weiß ich noch, wenn man, ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Kristallen und so hatte, hat man hier noch einen Bereich bekommen, wo man noch weitere Level hat. Das spoiler ich an der Stelle einfach mal kackenfrech, für die es noch nicht wissen. Ob wir das im Let's Play sehen werden, weiß ich noch nicht. Bock hätte ich an sich, glaube ich. Das würde allerdings auch bedeuten, dass, falls ich mich dazu entscheide, das zu machen, ich mehr Arbeit hier reinstecken müsste,
als ich es bei 1 und 2 getan habe, die wir ja auch nur auf Any Person durchgespielt haben. Aber ich guck mal. Wofür war das nochmal? Wo bringt mich das hin? What? Future Tense. Das ist bestimmt wieder so ein Level, den es im Original nicht gab, Fragezeichen, weil der zu schwer war, den die rausgenommen hatten. Ich bin mir nicht sicher, aber ist interessant. Da würde ich jetzt allerdings auch gerade noch nicht reingehen. Aber cool, dass das da ist. Falls das im Original drin war, kann ich mich nicht erinnern. Muss ich gestehen. Auch wenn es in meiner Top 5 der PS1-Spiele ist. Aber Leute, wie lange ist das her? PS1 und so. So, und hier? Interaktion. Nein. Beziehungsweise, warte mal. Ja, weil dann können wir hin und her wechseln. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht, aber wir können. Oh, okay, dann steht ihr Leppi hier. Und wir können die auch bei den anderen beiden Spielen so wechseln. Sehr gut. Speichern brauche ich ja jetzt noch nicht. Das wäre ja Quatsch. Gut, genug rumgelabert. Oh, ab in die erste Welt. Ich weiß halt noch, wer der Endboss war. Tiny. Und das war der Ritter-Level. Ja, da sieht man ja auch das Gesicht von Tiny. Oh boy. Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Natürlich meine. Aku, Aku. Ist ja No-Brainer, die Frage. Wobei ich Uka Uka auch cool finde, muss ich sagen. So, okay. Wir können wieder slammen. Wir können wieder rutschen und springen. Und wir können wirbeln. Das sind unsere Anfangsfähigkeiten. Ich weiß halt noch, logischerweise, dass es bei Crash 1... Warte. Warte, ich schleudere dich gleich weg oder probier's. Auf jeden Fall, ich weiß halt noch, logischerweise, dass mein Lieblingsteil ist, dass es in Crash 1 diverse, Huhn! Komm her, Huhn! Okay, weil das ist, diverse Fähigkeiten zum Freischalten gab. Auch unter anderem die schnellen Rennschuhe, die wir am Ende des Crash 2 Let's Plays auch bekommen haben. Henriette, goldene Kette, Arnold. So, 4 Leben zum Start. 6 von 42 Kisten. Ich warte eigentlich nur auf die Ritter. Oh, die Mucke hier alleine schon, ey. Ist das geil. Fühlt sich an wie nach Hause kommen. Mäh. Boing. Daran konnte ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern, dass es diese Art von Kisten hier gab, aber... Nehmen wir doch das Leben. Alternativ wären viele Früchte auch gut. Und boing. Doppel-Aku-Aku. Das sieht einfach so wunderschön aus. Ich bin auf jeden Fall wieder gerade in meiner Kindheit. So. So. Ich lieb gerade alles. Die Mucke ist so geil. Alles ist geil. Hui. Der Trank dauert aber bestimmt nicht lange, bis du rage. Das ist richtig. Dennoch kann ich es ja lieben. Und falls man es in der Aufnahme hört, mein Magen meckert gerade. Ich glaube, das Essen ist mir nicht so gut bekommen vorhin.
Nice. Froschi! Und boing. Checkpoint. Ups. Tschüss, Frosch. Ups. Na, auf da. So. Verbiss dich, Junge. Verbiss dich. Hier in dem Teil lohnt sich die Zeitrennen, glaube ich, auch erst so richtig, wenn wir die Laufschuhe haben. Also zum Großteil. Oh. Na egal, Hauptsache alle Kisten. Sehr schön. Von 4 auf 8 Leben gekommen. Ist auch schon mal sehr schön. Die werden wir bestimmt irgendwo wieder grauenhaft verlieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das passieren wird. So, den haben wir abgeknöpft. Und den haben wir abgeknöpft. Sehr schön. Yay. So. Dann. Was war Level 2? Ah, genau, die einer von den Tauchleveln. Jetzt freue ich mich noch. Ich weiß, dass die scheiße waren, stellenweise. Jetzt freue ich mich noch und ich werde hart ragen. Kann man euch wegwirbeln? Nein. Okay. Weg zum Wirbeln. Und das ist, um Gas zu geben. Sehr schön. Kann man das auch einfach gedrückt halten, oder? Nee, man muss drücken, drücken, drücken. Okay. Oh, wei. Hab ihn erschrocken. Hi, Mr. Hi. So, bei den Minen weiß ich noch, dass die einen irgendwie verfolgt haben. Sag ich ja. So, jetzt sind wir genau zwischen zwei, da müssen wir aufpassen. Genau, die blasen sich auf. Ich weiß nicht, ich glaube, die kommt man nur so normal töten. Das war die Antwort, wahrscheinlich. Aufgeplustert nicht. Aber wir hatten ja Doppel-Akku. Oh, eieieiei. So, jetzt. Moräne. Fick dich. Ich kenne euch noch, aber ich wusste gerade nicht genau, wie ich darauf zu reagieren habe. Also kein Akku-Akku mehr. Vorsicht ist geboten. Ah, warte, ich will es rausfinden. Okay, so können wir den wegwirbeln. Hätte ich jetzt ein Leben verloren, wäre ich wenigstens schlauer. So, mit dem Gefährt konnte man schießen, das weiß ich auch noch. Was durchaus praktisch sein kann. Oh. Warte. Und jetzt. Yay. Ne. Nein, jetzt habe ich bestimmt schon Kisten übersehen. Warte mal, kann man nochmal zurück, bitte? War hier noch so eine Koralle? Ja, seitdem nicht, aber ich weiß, da war in diesem Level eine. Na toll. Wenn es jetzt an allen Kisten scheitert, dann deshalb. Ja, hier siehst du zum Beispiel, dass da Kisten versteckt sind. Lull. So. Hi, Fisch. Flosse! Hab ich mich erschrocken. So, die kann man auch zerschießen. Genau. Und soweit ich weiß, verlieren wir das Ding jetzt wieder. Genau. Aber diese Tauchlevel, das ist ja erst der erste, der ist ja easy peasy. Die werden noch sehr anspruchsvoll später. Und teilweise richtig fies. Und das war das erste Leben, was ich gelassen habe.
Was aber nicht so schlimm ist. Die Stellen, wo es schlimm ist, wo ich mich aufrege, die kommen wesentlich später. Da habe ich gedacht, die Elektrofläche erwischt mich. So, verpiss dich, Euda. Das wird lustig. Und schwimm, 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 schwimm. Erstmal zerstören das Ding. So. Wie viele haben wir denn? Eventuell kriegen wir alle Kisten. Eventuell. Hey. Oder Kugelfisch. Nein! Nicht in den Kugelfisch. Du sollst den... Genau, zerschießen den Kugelfisch. Warte. So. Da oben ist der Kristall, den man mit ganz viel Pech auch tatsächlich übersehen kann. Gerade wenn man Let's Play macht und labert. Geh weg. Ne, wir haben alle. Wir haben alle. Juhu. Aber es werden auch wieder die Level kommen, wo wir definitiv nicht alle Kisten haben werden. Zumindest auf Any Percent etwas schwerer, glaube ich. Wie immer. So. Zwei Steine haben wir Tiny schon mal wieder abgeknöpft. Yay. Und jetzt? Ja, das ist mein Lieblingslevel aus allen Crash-Teilen. Außer bei Teil 4. Teil 4 habe ich ja noch nicht gespielt. Also den neuen Teil 4, nicht den alten ursprünglichen Teil 4, sondern den neuen Teil 4, der halt an diese Remastered Collection anknüpft. Oh, Pura, ich liebe dich. Hier alle Kisten zu kriegen wird schwer. Pura, ich kannte den Level damals auswendig. Genau, man kann, eine Kiste habe ich schon mal übersehen, man kann halt schnell rennen. Mal gucken, wie gut ich den Level noch kenne. Also ob das noch zum Großteil in mir steckt oder eher nicht. Ah, ja, da haben wir schon mal Leben gelassen. Halb so wild. Oh. Ja, 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 ich muss mich jetzt mal wieder dran gewöhnen. Alles gut. Oh, da war ein Leben. Den Level lernen wir schon wieder kennen. Alles gut. Hui. Einiges an Kisten nicht bekommen. Aber wie ihr gesehen habt, den Level... Oh, kann man auch schnell machen. Ich liebe dich, Pura. So, den Hauptstein haben wir schon mal. Ich glaube, ich würde das Level nochmal machen, weil das mein Lieblingslevel ist. Es gibt noch mehr von diesen Reitleveln, aber der Level ist mein Lieblingslevel. Einfach, weil ich den damals sau oft gespielt habe. Eben auch, um die Zeit zu bekommen und mit der Zeit immer besser zu werden. Ja, ich gehe da nochmal rein. Ich habe da Bock drauf. Eventuell mal versuchen, alle Kisten zu kriegen. Aber dazu muss man richtig langsam laufen. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Okay, Tiny. Chill mal, Tiny. Musst du nicht gleich ausrasten, Tiny? So, mal versuchen langsam durch den Level zu laufen. Ich weiß nur nicht, wo die Stellen sind, wo es eventuell hapern könnte, weil man da Speed für braucht. Eventuell hier. Hier. So. So.
gesagt, ich versuche alle Kisten zu kriegen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Nein, da haben wir schon einen übersehen. Da sterbe ich doch freiwillig.